Freizeit-TV wird produziert von Motion Production. Für professionelle und kreative Imagefilm- und Fernsehproduktionen, Werbespots und Firmenporträts. Auf Entdeckungsreise mit Freizeit-TV. Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zu Freizeit-TV. Heute aus dem Bündnerland. Es ist am Morgen um 9:30 und ich bin... Ja, Mario, am besten du erzählst gerade selber, wo ich hier gerade bin. Ja, ciao Nicole. Wir befinden uns hier auf Grüstenhausen, im ersten Skigebiet von Graubünden, bei herrlich schönem Wetter, bei tollen Schneebedingungen, und zwar über Bergstation Schwänzeleck. Grüstenhausen liegt am Eingang zum Prättigau, etwa 5 km von Landquart, und ist mit dem ÖV sowohl von Zürich wie auch von St. Gallen in rund einer Stunde erreichbar. Im Sportshop an der Talstation Grüsch findet man für die ganze Familie eine grosse Palette an Mietmaterial für alle Arten von Wintersportaktivitäten. Ski, Snowboards, Skischuhe, Helm, Schneeschuhe und Schlitten. Von der Talstation Grüsch erreicht man mit der Achtergondelbahn in rund 20 Minuten die Skiliftanlage auf der Schwänzeleck. Jetzt gibt es sicher unter unseren Zuschauern etliche, die noch nie da waren. Mario, sag mal, was dürfen die alle hier erwarten? Ja, Grüstenhausen ist in erster Linie ein Familienskigebiet. Ganz nach dem Motto: weniger weit, weniger teuer. Und was heisst das konkret? Familien haben bei uns beispielsweise 10% Rabatt auf Tageskarten. Denn zusätzlich haben wir 1000 Gratis-Parkplätze für die, die mit dem Auto bei uns anreisen tun. Wir haben den Füchsli-Club von der Schneesportschule, wo auch die Kinder den ganzen Tag über betreut werden, auch das Mittagessen dabei ist. Und dann haben wir wahrscheinlich das schönste Kinderskiland der Schweiz. Das Kinderskiland von Grüstenhausen, gerade neben der Bergstation Schwänzeleck, gehört tatsächlich gemäss ADAC-Ski-Atlas zu den schönsten und attraktivsten in den Alpen. Der Zutritt zum Kinderland mit seinen 4 Förderbändern und einem lustigen Skikarussell ist gratis. Insgesamt hat das Grüscher Kinderskiland 10 verschiedene reizvolle kleine Abfahrten, wo der Schweizer Skinachwuchs seine Standfestigkeit prüfen kann. Da wird es einem nicht langweilig. Der Danusa-Fuchs, Füchsli-Piste, die Geisterbahn durch den Wald, der Schellenursli-Lift, die Musicbox mit 700 Kinderliedli und das Füchsli-Kino machen den Unterschied. Und sind ein vergnügliches Erlebnis für die Kleinen. Für die grösseren Kinder gibt es im Fuchspark eine Kids Rail Line und eine skigrossmässige Wellen- und Muldenbahn. Ja, ich sehe schon, so als Knirps kannst du da einiges erleben. Ja, das ist richtig, aber nicht nur Knirpsen, sondern es gilt für die ganze Familie. Wir sind ein Familienskigebiet. Und zu einer Familie gehören ja nicht nur die Kinder, die Eltern, sondern auch die Nanen und die Neni, oder wie wir im Unterland sagen, die Grosseltern. Ja, und für die Nanen und die Neni haben wir ein ganz spezielles Angebot. Und zwar jeden Mittwoch haben wir die Aktion Silberfuchs für Jungbliebene ab 64 Jahren. Das heisst, die könnt ihr nachher zum halben Preis bei uns kommen, Skifahren oder auch mit der Gondelbahn zum halben Preis auf den Berg hochkommen, zum Schneeschuh wandern oder spazieren. Das Skigebiet ist vielseitig und sportlich. 32 km schneesichere Pisten lassen das Sportlerherz höher schlagen. Darüber hinaus hat Grüstenhausen ein Haufen Alternativangebote, wie Schlitteln, Schneeschuhe laufen, Langlauf auf dem Berg, Panoramawandern und vieles mehr. Danke dir, vielmals Mario. Ich habe dir noch ein kleines Geschenk. Hast du gerne Popcorn? Ja, danke vielmals, Nicole. Danke. Und danke für deinen Besuch. Ja, und bei uns geht es jetzt weiter dann mit dem Nachmittagsprogramm. Wir bleiben aber hier im Prättigau, gehen einfach 2 bis 3 Dörfer weiter. Das Prättigau. Die kleine, feine Ferienwelt bezaubert mit vielen Angeboten für sportlich Aktive und Genießer. Mit intakten Landschaften und malerischen Bergdörfern, mitten in der prächtigen Bündner Bergwelt. So, da bin ich jetzt also bei der Sagi in Fidris und da sollte jetzt auch der Henrik Fetsch auf mich warten. Gehen wir mal schauen, wo er ist. Hey! Hey Henrik, hallo ciao. Nicole, willkommen in Heuberg. Dankeschön, also da wäre ich jetzt. Prima, machen wir gerade mal ein Fötterli. Fötterli? Ja. Ich kann einfach den roten Knopf drücken. Der ist jawohl. Gut.
draufhauen. Ja, und nachher? Perfekt, dann können wir einfach da stehen. Okay, und jetzt warten. Pausieren. Machen Sie das mit allen Gästen? Das ist eigentlich auf freiwilliger Basis. Die Leute, wenn sie Lust haben, können sie sich da ablichten lassen und nachher können sie es auf Facebook abladen, das Foto, wenn sie Lust haben. Ja. Machen sicher noch viel. Die meisten Gäste können sich eigentlich ablichten und können es nachher die Hause abladen. Das kommt recht gut an. Ja. Dann gehen wir jetzt also mit dem Bus weiter. Genau, ich denke, wir machen den Klassiker von den Heubergen, den Fondue-Plausch. Und der startet natürlich auch mit der Bergfahrt mit einem von unseren roten Bussen. Cool. Bitte schön, Nico. Freue mich, danke schön. Grüezi miteinander. Und schon fährt der Skibus von Fideris. Von morgen um 9 Uhr bis am Mittag um 1 Uhr, alle 30 Minuten, bringt der Gäste in rund 20 Minuten Fahrt auf in die Heuberge. Ob Tagesausflug, Wochenendreisli oder Skiferien. In den Heubergen kann man fernab vom Massentourismus auf alle möglichen Arten im Schnee aktiv sein und natürlich auch den vom Hendrik abrissenen Fondue-Plausch geniessen. So, tipptopp. Sehr gut. Dankeschön. Merci vielmals. Danke. Wie kann es von. Also, das gibt es immer. Das ist ein Kombiangebot. Genau, das bieten wir nicht nur tagsüber, sondern auch am Abend mit Nachtschlitteln an. Ein echtes Erlebnis halt. Und das ist natürlich schon heiß begehrt bei unseren Gästen, aufzufahren im Bus, nachher ein Fondue essen und dann im Schlitten ins Tal runterzufahren als Abschluss von dem Erlebnis. Also Speck ist schon. Und nach dem Heuberger Klassiker lernt dann Nicole auch noch eine Bündner Spezialität kennen. So Nicole, das gehört auch noch zum Fondue-Plausch. Ein echter Bündner Röteli. Ja, also zum Wohl. Zum Wohl, Nicole. Ui! Willst du noch einen? Ja, ich würde ja schon, aber vielleicht so, dass man es nicht sieht. Nicht, dass unsere Zuschauer das Gefühl haben, dass ich da immer nur am Trinken bin. Kann man jetzt ausschalten? Zum Wohl! Prost! Cool, schau mal das an. Vorher war es bewölkt und jetzt die Sonnenstrahlen. Perfektes Wetter für den zweiten Teil des Fondue-Plausch. Schlitteln, 12 km am Stück ohne Laufen. Und das gehört ja zum Kombi dazu. Genau, jawohl. Wenn wir Schlitten fassen. Ja, okay. Los geht's. Los! Die Schlitten können im Skiraum von der Arflina oder beim Servicepersonal vom Hallo. Berghaus Heubergen gemietet werden. Hallo. Perfekt, danke schön. Danke vielmals. Danke schön, merci nochmal. Tschüss, merci. So, los geht's. Von dort aus führt der Schlittelweg über 1100 Höhenmeter auf einer kurvenreichen Strecke ins Tal und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Gross und Klein. Vom 2:30 bis am 4 Uhr ist Sperrzeit und es fahren keine Skibusse. Dann ist die Schlittelbahn offen, also die ganze Strasse runter auf Fideris steht nur in den Schlittler zur Verfügung für die rasante 12 km lange Abfahrt runter auf Fiderisdorf. Mit 12 km, etwa eine Stunde Schlittelzeit, ist die Schlittelabfahrt die längste von der Schweiz. Die Talstation ist der Endpunkt für das Schlittelerlebnis in den Heubergen. Gerade neben dem Kassenhäuschen ist die Schlittelrückgabe. Dort können die Schlitten nach der Talfahrt deponiert werden. Dank dem Railway-Kombi-Angebot profitieren sie von 20% Rabatt auf die Zugfahrt nach Jena zum Zurück, 10% Rabatt auf den Shuttlebus auf Fideris, den Shuttlebus in die Heubergen und die Schlittenmiete. Und jetzt im Februar gibt es das Kombi-Angebot mit 50% Rabatt. Mehr Informationen unter sbb.ch/heubergen. So Nicole, wie fühlst du dich an einem 12 km Schlittelspass von den Heubergen ab? Gut! Hat super viel Spass gemacht und wir sind auch richtig schnell unterwegs zusammen. Ja, heute war es zügig, ja. Ja, nein, danke vielmals für einen schönen Nachmittag. Merci dir für den Besuch, hat Spass gemacht. Danke. Und natürlich möchten wir uns auch bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heisst Freizeit-TV. Freizeit-TV wird produziert von Motion Production. Für professionelle und kreative Imagefilme und Fernsehproduktionen, Werbespots und Firmenporträts. www.motionproduction.ch